So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War Ascension. Ja, das letzte Mal ein wenig wieder in der Gegenwart herumgegurkt und wieder zurück in der Vergangenheit. Sind wir mit dem Schiff angelegt in, Deutsch ist wieder fantastisch, am Anlegeplatz von Delos und stehen jetzt am Fuße der Apollo-Statue, der übrigens die Laterne in den Händen hält. Oder Händen halten sollte, aber die sieht ziemlich kaputt aus. Oder noch nicht fertiggestellt, je nachdem, aber eher kaputt. Und ja, wir gehen jetzt mal. Und da vorne kniet einer auf dem Boden und es sieht aus, als hätte er ein Schwert im Rücken. Okay, das heißt, hier ist also auch einiges im Argen. Aber das war ja eigentlich zu erwarten, ne? Weil hättet ihr echt geglaubt, dass wir hier nicht kämpfen müssen? Das ist God of War, verdammt. So, deswegen machen wir die mal schnell fertig. Boom. Ah, schön. Okay. Ja, das ist auch so mit, glaube ich, eher so mein, ja... Ich würde jetzt nicht sagen Lieblingskapitel, weil hätte ich eigentlich keinen, aber es ist ein cooler Abschnitt im Spiel. Und auch ein großer Abschnitt, könnte man sagen. So. Oh, jetzt kommt der Ziegenkönig persönlich. Von dir hatten wir auch schon ein paar kalt gemacht. Das ist jetzt auch nicht so das Problem, Kollege. Obwohl du eine große Klappe hast. Aber er hat eine ähnliche Technik wie wir. Er schlägt nämlich an einer Kette um sich. Oder mit einem Schwert an einer Kette, man weiß es nicht. Aber das wird ihm auch nicht helfen. Denn sterben wird er jetzt so oder so. So. Ja, selbst schuld. Hätte sich nicht mit Kratos anlegen sollen, was? Aber das wissen die wenigstens, dass das ein fataler Fehler ist. Naja. Deswegen lernen sie es dann schmerzhaft. Aber okay, das sollte ja nicht so das Problem sein. Du sollst ihn packen. Ja. Und ich freue mich schon darauf, wenn man mal das erste God of War für die PS4 sieht. Weil die PS4 ist grafisch zwar nicht... Es ist kein so mega Sprung wie zwischen PS2 und PS3, fand ich. Wobei die ersten PS3-Spiele auch nicht wirklich toll aussahen, wenn man heute darauf zurückguckt. Guckt euch mal zum Beispiel John Woo's Stranglehold an, was ich auch besitze. Eines der ersten PS3-Spiele, wenn nicht sogar mit das erste. Und für damalige Verhältnisse sah es recht beeindruckend aus. Und heute denkt man so, ha, okay, PS2-Grafik ein bisschen aufgebohrt. Aber das hier ist jetzt super geile Grafik und... die PS4 wird noch ein Stück drüber sein, aber glaube ich nicht mehr so deutlich wie bei PS2 und PS3. Aber trotzdem, die Jungs wissen, wie man was aus einer Konsole rausholt von Sony Santa Monica und auch die von Naughty Dog. Deswegen freue ich mich auf das erste Uncharted für PS4 und das erste God of War für PS4, weil dann fallen einem wahrscheinlich die Augen aus. Naja, und hier liegt noch ein Kollege mit einem Speer in der Brust und wir können hier irgendwas machen. Du bist die Vorsichtiger da. Ja, super. Was kommt da jetzt noch auf uns zu? Sah aus wie eine riesige Krake. Zumindest hat man nur die Arme gesehen. Oh Mann. Okay, ja, hier können wir wieder einiges wiederherstellen. Wenn wir wieder nach oben kommen. Allerdings nicht alles auf einmal, sondern eher so. Damit wir uns mal wieder einen Weg bahnen. Ja, und die Stelle habe ich auch auf der Gamescom gespielt. Und habe wieder ordentlich Bock auf das Spiel bekommen. Obwohl man hier nicht allzu viel anderes machen durfte als bei den anderen God of War Spielen. Außer das, dieses Zeitdingens hier. Aber es hat damals einfach schon Spaß gemacht. Ich habe mir gedacht, okay. Wird gekauft. Yay, zack. Und wieder alles aufgebaut.
dadurch gibt es sogar einen kleinen Aufzug. Ja, wir müssen ja irgendwie nach oben. Das war so eine Szene für mich, wo ich gedacht habe, what the fuck? Kratos hat einen Zivilisten gerettet. Der hat ihn einfach aus dem Weg geschubst, damit er nicht erwischt wird. Weil ich meine, hätte er nur den Speer gewollt, hätte er auch einfach warten können, bis er erwischt wird und ihn dann aus dem Körper ziehen. Vielleicht war Kratos hier noch ein bisschen netter als in den nachfolgenden Spielen. Man weiß es nicht. Hier, kriegt er mal ein paar Speere ab, die wir nicht umsonst aufgenommen haben. Aua. Es tut weh. So, jetzt tue ich euch mal weh. So, und wenn wir das Schwert auf die letzte Stufe verbessert haben, dann werden wir auch die anderen Magien, Elementarkräfte verbessern, damit wir da auch mal andere Spezialangriffe machen können. Weil momentan können wir nur den vom Feuer, weil der komplett aufgewertet ist. Und die anderen sind auch wirklich cool. Aber was macht der eigentlich nochmal bei Hades? Das habe ich wieder vergessen. Ich weiß, dass der bei Blitz und bei Eis macht. Den anderen habe ich es komplett vergessen. Also bei Hades. Bam. Ach, und die sind durch so blöde Rüstung geschützt, wie ich sowas hasse. Mein Gott, Kratos hat auch keine Rüstung. Weil bei ihm kommt es nicht auf die Rüstung an, sondern darauf, dass er einfach ein Badass ist und keine Angst haben braucht, dass er irgendwie getötet wird, weil es sowieso nicht passiert. So, Kumpel. Du stirbst. Reicht das? Okay. Ah ja, da geht's weiter. So, haben wir hier noch irgendwas rumstehen, bevor ich weitergehe? Nee. Gut, dann halt nicht. Dann nehme ich mir hier aber noch die grüne Orbkiste mit. Kann ja nicht schaden. Und dann werden wir da hinten mal dieses Teil aktivieren. Was auch immer man hier tun muss. Oh Mann, ah, jetzt greift uns das Vieh auch noch an. Leute, das ist ein sehr unpassender Moment. Wir sind gerade gegen eine riesige Krake am Kämpfen. So, ja, tut mir leid für den kleinen Schnitt, aber mein Telefon hat gerade geklingelt. Gut, dass es nicht in der Zwischensequenz passiert ist. Ja, aber macht ja nichts. Okay, die Krake hat uns gerade eben angegriffen und jetzt werden wir auch noch von diesen komischen Typen hier behakt. Ich hasse es, dass sie mir hier einen komischen Energieschild machen können. Das nervt. Jetzt haben sie die beide. Das heißt, ich kann momentan gar nicht angreifen. Okay. Der hat seinen verloren. Scheiße. Dafür bin ich gerade in die Attacke des anderen reingelaufen. Aber den können wir schon mal finishen. Das ist doch nice. Und weg damit. So. Und der war daneben. Dafür macht er noch einen und diesen komischen Schutzschild. Na gut, das sieht eher aus wie ein Schutzschild. Komm schon, verlier deine komische Macht. Den dürfen wir nämlich auch gleich haben. So, sehr gut. Und weiter behaken. Okay, und das war's. Wenn ich das Quick Time nicht versaue. Aber sieht gut aus. Okay, okay, sehr gut. Der Weg ist frei. Von der Krake ist erstmal nichts in Sicht, hoffentlich. Und wir gehen einfach weiter. So, wo können wir denn lang? Ah, guck mal, hier können wir auch lang. Hier liegen nämlich noch Kisten. Ist doch schön. Und ein Zettel. Eintrag aus Archimedes Notizbuch. Ich hatte Besuch von drei Schwestern. Sie gaben mir die Mittel, meinen Tribut zu erbauen. Ehre sei den Göttern. Mein Eid gegenüber Apollo wird erfüllt. Okay, er hat also ein Eid mit Apollo. Hat wohl nicht so ganz hingehauen. Oder es ist schon so ewig her, dass sie wieder komplett zerfallen ist. Ach, und wieder ein Gorgonenauge. Schön, schön. Okidoki. So, brauche ich Energie? Ich brauche eher Magie. Und nicht Magie, sondern Magie. Okay, und hier müssen wir klettern, so wie es aussieht. Gut, machen wir das mal. Sollte jetzt ja nicht so das Problem sein.
wir haben bis jetzt ja schon alle Assassin's Creed Teile gespielt, noch nicht alle durch, aber alle gespielt, da sollten wir uns mit Klettern auskennen. Ein Elefantenviech. Ja, und die heißen gar nicht Elefantenviecher, logischerweise, weil ich ja mal überlegt habe, wie ich die nennen könnte. Sie haben nämlich einen Namen, den man auch in den Specials erfährt, und zwar heißen sie Moloch. Das sind die Molochen. Oder Molochs, ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl ist. Aber das hier ist auf jeden Fall ein Moloch. Den werden wir schön erledigen. Wow. Ich kämpfe gern gegen die irgendwie, weil ich finde, die sehen, das ist mal ein cooles Gegnerdesign und der Finisher ist auch wieder übel. Aber das kennt man ja mittlerweile. So, komm her, mein Freund. So, wir verpassen dir jetzt mal ein bisschen Kopfschmerzen. Flupp, daneben. Okay, und das war's. Sehr schön. Okay, da geht's anscheinend weiter. Werden wir dann auch tun. Also wir können ja auch erstmal das Panorama hier genießen. Da hinten seht ihr die Möwen fliegen. Und Teile von dieser riesigen Statue liegen im Wasser. Das war aber anscheinend mal der Kopf. Ach, das ist schon alles beeindruckend. Das konnten die schon immer, dieses Gefühl für Größe, so richtig geil darstellen. Können wir das hier kaputt machen? Nee. Okay, Vogelkacke zeigt uns mal wieder den Weg. Das heißt, wir sind da einfach lang. Ah, okay. Da unten der Stein sieht gut aus zum Festhalten. Oh. Okay, ganz schön gewagt, diese Klettereien hier. Aber was will man machen? Okay. Ja. So, versuchen wir jetzt eigentlich gerade einen Weg in die Statue rein? Ah, so, okay, so wie es aussieht, ja. So, oh. Nochmal. Ah, da wären wir auch schon drin. So einfach geht das. Okay, und hier können wir irgendwas machen. Wir müssen auf die andere Seite und da tun wir irgendwas mit unseren Klingen. Ah ja. Ah, verstehe. Festhalten und den Lift nach drüben nehmen, quasi. Okay. Ah, viel geklettert. Das bietet sich aber auch an in so einer großen Statue. Mit viel Mechanik und so weiter. Wow! Oh Gott, nein, nicht dieser bekackte Raum. Ja, hier muss man auch wieder ein kleines Geschicklichkeitsrätsel lösen. Und ich hatte beim ersten Mal voll Probleme. Aber zum Glück ist die Zeit auf meiner Seite, weswegen ich nicht glaube, dass ich das jetzt sowieso noch in diesen Teil packen kann. Ach, weswegen ich mir schön überlegen kann, wie das nochmal funktioniert beim letzten Mal. Vielleicht gucke ich auch in eine Lösung. Wer weiß. Wir werden jetzt mal die Gegner hier plätten. Also ich glaube, es war nicht wirklich schwer, nur es gab einen Punkt, da wusste ich gerade einfach nicht mehr weiter, was ich hier jetzt noch machen soll. Und ich glaube, es war einfach so eine Logikfrage. Weil zu langsam kommt es mir auch wieder ins Gedächtnis. Ich glaube, ich weiß es wieder. Trotzdem werde ich hier gebrutzelt. Und der reißt das Ding einfach in der Mitte auseinander. Schön. Würdest du bitte nach... Bleib doch mal hier. Blöden Flugviecher. Oh ja. Das sieht wieder nach ein bisschen Arbeit aus. Weil wir diese ganze Mechanik hier in Gang setzen müssen. Ja, aber wie es aussieht... Warte, was passiert, wenn ich das jetzt hier rausziehe? Nichts. Okay. Ich kann ja schon mal so ein bisschen anfangen. Aber wir haben halt nicht mehr viel Zeit. So, hier haben wir noch einen... Einen tollen Hebel. Den können wir nicht benutzen, weil die Kette kaputt ist. Aha. Verstehe. Dann müssen wir erstmal die Kette wieder herrichten. Genau, so war's. Das können wir erst, wenn wir genug wenn wir da halt hochkommen. Deswegen haben wir ja dieses komische Ding hier. So. Ja, aber ich kann es nicht aktivieren. Komisch. Dann muss ich vielleicht irgendwas anderes aktivieren. Huh.
Muss ich vielleicht von hier unten aktivieren? Nee. Gut, ja, ich muss jetzt aber sowieso erstmal einen Cut machen, denn die Zeit läuft uns davon und im nächsten Teil widmen wir uns dann diesem etwas größer geratenen Rätsel und werden sehen, was wir hier so tun müssen. Deswegen sage ich jetzt erstmal, das war's für God of War Ascension und im nächsten Teil geht's dann weiter in der Apollo-Statue. Also bis dann. Ciao.